Hallo, ihr lieben Mütter. Am Sonntag, den 9. Mai, ist Muttertag. Aber was wissen wir darüber? Wie ist dieser Muttertag entstanden? Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mütter und der Mutterschaft, der sich seit 1914 beginnend in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern etabliert hat. In der USA und anderen deutschsprachigen Ländern wird er jährlich am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Die Ursprünge des Muttertages sind bis zu den Vereinigungsritualen der Göttin Rhea im antiken Griechenland wie auch dem Kybele und Attiskult bei den Römern zurückzuverfolgen. Rhea ist in der griechischen Mythologie die Frau des Kronos und eine Titanin. Der Muttertag in der heutigen Form wurde in der amerikanischen und englischen Frauenbewegung geprägt. In Deutschland wurde 1922 und 23 mit Plakaten „Ehret die Mütter" vom Verband deutscher Blumengeschäftsinhaber in den Schaufenstern als Tag der Blumenwünsche und politisch geworben, und so wurde der erste Muttertag am 13. Mai 1923 gefeiert. In der Zeit des Nationalsozialismus hat man den Muttertag mit der Idee der germanischen Herrenrasse verknüpft. So wurden kinderreiche Mütter als Heldinnen des Volkes zelebriert, da sie den arischen Nachwuchs fördern sollten. In der DDR wurde der Muttertag nicht begangen, sondern am 3. März als Internationalen Frauentag zelebriert. Der Muttertag war und ist noch immer für den Blumenhandel ein großer Tag, an dem die größten Umsätze erzielt werden. Ich möchte meinen Bericht mit einem Gedicht beenden. Liebe Mutter, du weißt genau, dass ich dich mag. Und nicht nur heute am Muttertag, denn täglich kommt mir in den Sinn, weil ich dich hab, ich glücklich bin. Du hast mich lieb und nimmst mich so, gerad wie ich bin. Das macht mich froh. Mit dem Gedanken, dass eigentlich jeder Tag ein Muttertag sein sollte, gilt mein Gruß vor allem den Müttern, die alleine sind und keinen Menschen haben, der an sie denkt und sie liebt. In lichtvoller Liebe, eure Deria.